Jo, hi zurück zu Assassin's Creed. Wir sind hier immer noch auf dieser Nebelinsel und wollen jetzt mal die erste Quest hier mal anschauen. Dazu sollen wir irgendwie in dieses crazy Dorf rein reiten, sage ich jetzt mal, weil hinlaufen scheint ja dann doch ein bisschen weiter weg zu sein. Iha! So, wo ist es hier? Das kleine Dorf, oder? Hallo? Muss da oben irgendwo sein. Ah, das ist es hier. Oh, Entschuldigung. Sorry. Reiten wir jetzt im Langhaus oder was auch immer das hier ist. Kein Lang, aber ein Großhaus. Ne, ist doch lang. Okay. Leute. Rap, rap! Los, Leute! Alles schlecht drauf, hä? Geht es dir gut? Ich bin hier, um... Ein Adler! Ein Adler wird unser aller Untergang sein! Ich sah ihn im Traum! Von dem werde ich nicht viel erfahren. Ja. Diese Albträume scheinen wirklich schrecklich zu sein. Was ist das da hinten? Da können wir mal hinlaufen, zumindest mal gucken. Nichts als Unheil. Unglaublich. Was ist denn hier los? Haben alle nicht geschlafen, ne? Und jemand, der hier spricht? Kinder reden immer die Wahrheit, komm. Einfach mal, oh, den können wir streichen, der hat bestimmt keine Albträume. Komm. Komm, gehen wir was trinken. Genau. Weißt du, wo das Wasser des Glücks fließt? Oh, hallo. Er ist eigentlich gut drauf, ne? Alles abgeschlossen, na gut. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Okay, der redet auch nicht so gerne. Nun muss ich gehen. War klar. Auf bald. So, jetzt sind wir schon rumgeeidelt. Was ist mit euch? Einer von euch wird aber was erzählen, oder nicht? Also piratselig sind die nicht. Ah, ja. Cheap, cheap. Okay, der hat schon mal eine Meise. Kommen wir da rein? Gar nicht. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Aha. Gut. Ein paar Pfeile mitnehmen. Von hier kommen wir zumindest mal nicht ran. Hier.
Junge, was ist los? Du da, was kannst du mir über die Nachtmare sagen, die Leute heimsuchen? Sagen? Dir sagen? Ich brauche dir nichts zu sagen. Sie finden schon noch früh genug den Weg zu dir. Diese Albträume verbreiten sich wie eine Seuche. Schlimmer noch, sie rauben dir den Verstand. Bildhaft, aber nicht hilfreich. Merkt man gar nicht, ja. So. Naja, in der Theorie. Ja, so kommt man da nicht ran. Pferdchen. Reicht das? Nicht so richtig, ne? Okay, komm, wir gucken mal, ob wir noch jemand anders finden, der ich sprechen mag. Oh, zieh, schieb, drück, was denn? Tja, den Schlüssel. Ich weiß, wo der ist. Wie kommen wir da ran? Ups. Du hast ja auch nicht mehr alle, mein Freund. Okay. So, er ist der von vorhin? Nee, das ist ein neuer. Okay, mal hier quatschen. Ist alles in Ordnung? Du ja, scheinst. Kaum. Finde die Kriegerin mit dem Zopf. Sie ist unser Untergang. Sie stiehlt unsere Träume. Eine Kriegerin mit einem Zopf? Nein, Hartwig, kann es nicht sein. Wo ist sie? Du hast einen Zopf, Mann. Bei einer Kirche im Nordwesten der Stadt. Mehr sah ich nicht in meinen Träumen. Mhm. Finde sie und bitte, lass mich schlafen. Ist ja fies, ne? Kein Schönheitsschlaf vor der Hochzeit. Und dann noch Träume. Das ist blöd, kein Schönheitsschlaf vor der Hochzeit. Dann lass mal Ferdinand hier antanzen. Na komm. Was ist denn hier auf einmal los mit Aufsteigen? Geht nicht so gut, ne? Weil das gepatcht ist schon, ne? So, ist das denn, ist das die Kirche? Hm. Mal gucken. Soll ja außerhalb sein, ne? Schön. Ah!
Volker sagte, ihre Vision wäre umwölkt gewesen. Sah sie Rand wie umgeben von diesem Schleier? Ein Friedhof. Oder in Volkers Worten, ein Schauplatz des Todes. Oh, nicht so fresh, ne? Und wer bist du? Deine Mutter. Deine Gegnerin. Kann auch kämpfen. Kann diese Randvi denn gut mit der Axt umgehen? Das kann sie. Viel besser als du. Ha. Mir ist ein Speer lieber. Du bevorzugst also auch andere Waffen. Wo hast du diese Klinge her? Du redest zu viel. Sollten wir uns mal über ein paar Dinge unterhalten. Schön, wenn es sein muss. Also, Gegnerin, hast du einen Namen? Eivor, ich nehme an, du bist eine der Verborgenen. Nicht wirklich. Aber ich bewundere ihre Arbeit. Wenn du keine klaren Antworten gibst, sollten wir lieber weiterkämpfen. Ich bin keine Verborgene, aber ich habe Freunde unter ihnen. Und oft ähneln sich unsere Ziele. Ich nehme an, das gilt auch für dich. Ja. Ich bin mit einigen der Verborgenen befreundet und teile ihre Ziele. Dann haben wir womöglich mehr gemein, als wir dachten. Du hast mir noch nicht gesagt, warum du hier bist. Und woher du kommst. Ich bin so viel gereist, es ist lange her, dass ich von irgendwoher kam. Aber vor langer Zeit war die griechische Welt meine Heimat. Ich bin hierher gekommen, um nach einem uralten Artefakt zu suchen, das dieser Insel viel Ärger bereitet. Du meinst die Albträume? Eine Seherin sagte mir, dass eine Person inmitten des Todes auf dieser Insel sie verursacht. Dieselbe, die mich für jemanden namens Randvi hielt? Vielleicht hatte deine Seherin einen schlechten Tag? Willst du mir erzählen, du wärst nicht für all diese Leichen verantwortlich? Ich sah, wie diese Leute sich in ihrem schlaflosen Wahn gegenseitig zerfleischten. Das alles wird von dem Artefakt verursacht, nach dem ich suche.
Normalerweise würde ich nicht lange brauchen, um es zu finden, aber dieser Nebel macht es schwierig. Nahezu unmöglich. Wenn ein Fluch dich so leicht abhalten kann, wie gedenkst du dann in der Welt der Träume und Geister zurechtzukommen? Ein Fluch? Du kennst die Geheimnisse dieses Landes sehr gut. Ich... Hast du etwas gehört? Nein, nein. Hör zu. Etwas sagt mir, dass wir zusammenarbeiten sollten. Und wie genau kommst du darauf? Es ist doch offensichtlich. Du willst die Albträume aufhalten und ich will das Artefakt, das sie verursacht. Hilf mir, den Nebel zu lichten, damit wir es finden können. Und nach diesem Zusammentreffen soll ich wirklich glauben, dass nicht du die Ursache für die Albträume bist? Ich schwöre dir, ich will sie beenden. Wir können zusammenarbeiten. Vorerst. Okay, bedeutet verfluchte Dinger, okay. Wo ist denn der geheime Geheimgang? Hier gehen wir mal rein, oder? Hey, natürlich. Hier. Du bist ziemlich stark. Du musst das wissen. Ich hatte bei dem Kampf eben schnell die Oberhand. Und dein Stolz steht deiner Stärke in nichts nach. Wenig überraschend. Oh nein, das gute Leder. Na gut, wir können rein. Interessanter Tempel. Ich bin weit gereist, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Willst du die Baukunst bewundern oder den Nebel auflösen? Ich will mitnehmen, was ich kann. Ich habe nicht vor, lange zu bleiben. Okay, dafür haben wir jetzt hier nicht unbedingt reingemusst. Ausgezeichnet. Der Fluch schwindet. Nun wird es viel leichter sein, das Artefakt zu finden. Ich bin froh, dass ich dich mitkommen ließ. Ich habe die ganze Arbeit gemacht. Stellst meine Geduld wirklich auf die Probe. Die Enge hier macht es auch nicht gerade besser. Suchen wir einen Weg hinaus. Der Schlafmangel lässt dich verrückt werden. Wie die, die sich vorhin gegenseitig schlugen. Dann sollten wir sie besser gleich ausschalten. Kaltblütig, aber ich stimme zu. Adler, Schatten! Du bist... Ja, Schatten! Oh. Auf der anderen Seite! Ist da so jemand? Ich hätte schwören können, dass dich vorhin im Kampf jemand angesprochen hat. Das Artefakt, das ich suche, lässt seltsame Dinge geschehen. Aber nun, da der Nebel fort ist, sollte ich es leichter finden können. Als könnte eine Fremde in den Hügeln irgendwas finden. Bist du bereit, mir den Weg zu weisen? Das habe ich nicht gesagt. Wenn ich dir helfen soll, muss ich mehr wissen. Zum Beispiel, was es mit diesem Artefakt, das du suchst, auf sich hat. Je weniger du darüber weißt, desto besser. Besser für dich, meinst du? Du willst doch, dass ich dir vertraue, oder? Das Artefakt ist ein Gegenstand von großer Macht, den alte Götter hier zurückließen. Wenn es hier verbleibt, könnte es großes Unheil anrichten.
Dieser Zauber oder Fluch, mit dem dieses Ding alle anderen belegt zu haben scheint, warum trifft er nicht auch uns? Schwer zu erklären, aber derlei Artefakte können bei Menschen Unterschiedliches bewirken. Viele werden von ihnen verdorben. Vielleicht haben wir eine ähnliche Stärke. Doch auch wenn wir keine Albträume haben, sollten wir uns vor seiner Macht hüten. Wenn dieses Artefakt vor wer weiß wie langer Zeit hier zurückgelassen wurde, warum verursacht es dann erst jetzt Probleme? Vielleicht war Loki langweilig? Warum so ernst? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Diese Artefakte können geweckt werden. Vielleicht hat sich jemand daran zu schaffen gemacht. Viele werden von ihrer Macht angelockt. Sie ist verführerisch. Wie genau willst du es eigentlich aufspüren? Überlass das mir. Solche Artefakte zu finden, ist schon seit längerem meine Aufgabe. Ich habe ein Gespür dafür entwickelt. Und ohne diesen Schleier sollte es noch leichter zu finden sein. Verschwenden wir keine Zeit. Wie gehen wir vor? Nun, da der Nebel fort ist, sollte ich es besser aufspüren können. Zuvor werde ich mich noch einmal in dem Tempel umsehen. Vielleicht etwas über dieses fremde Land erfahren. Sehen wir uns in Tochter? Es wird mehr vonnöten sein, um diese Insel richtig kennenzulernen. Aber gut, wir sehen uns bald wieder. Tochter. So, wo ist Tochter? Lass mal kurz gucken. Oh nein. Mal ausprobieren. Lauf! Oh, fast. Lauf! Ist ja nicht so wichtig, oder? Warum stand das dann so lange? Das hat sich ja überhaupt nicht, hat sich überhaupt nicht gerührt. Ne? Rein theoretisch kann man ja auch. Können wir das auch einfach so nehmen, okay. Das ist zumindest mal weg. Und dann nochmal eben gucken, was da drüben los ist. Und dann ist auch gut und dann treffen wir Dante in Torde oder wie hieß es? Torde? Jetzt sollen wir mal schauen. Wie können meine Aufzeichnungen weg sein? Tja, verloren. Brauchst du vielleicht... Hilfe. Bitte geh weg. Ja, ich habe gerade keine Zeit für dich. Bisschen mein Lebenswerk steht vor dem Untergang. Brauchst du vielleicht... Bitte geh weg. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Mein Lebenswerk steht vor dem Untergang. So, haben wir ein Fenster oder sowas? Wie kommen wir da rein? Gar nicht, ne? Vermisst ihr mal diese Liste? Sein Lebenswerk. Ich glaube, diese Aufzeichnungen gehören dir. Du bist meine Rettung. Sag,
Würde es dir etwas ausmachen, die Dinge auf dieser Liste für mich zu sammeln? Ich mache ein rauchiges Getränk, das stärker als Met ist. Wenn du mir hilfst, kannst auch du damit ein bisschen in die Geschichte eingehen. Mal sehen, was sich tun lässt. Ich glaube, diese Aufzeichnungen gehören dir. Du bist meine Rettung. Sag, würde es dir etwas ausmachen, die Dinge auf die... ...zu sammeln? Ich mache ein rauchiges Getränk, das stärker als Met ist. Wenn du mir hilfst, kannst auch du damit ein bisschen in die Geschichte eingehen. Mal sehen, was sich tun lässt. Ist natürlich die Frage, was er braucht, ne? Mal kurz gucken. Wo stand er? Junge, was stand auf der Liste? Was weiß denn ich? Ah. Da, zwei Teil Gerste. Ein Glühwürmchen, oh, das wird schwer. Glühwürmchen wird schwierig. Na komm. Ich glaube, diese Aufzeichnungen gehören dir. Du bist meine Rettung. Sag, würde es dir etwas ausmachen, die Dinge auf dieser Liste für mich zu sammeln? Ich mache ein rauchiges Getränk, das stärker als Met ist. Wenn du mir hilfst, kannst auch du damit ein bisschen in die Geschichte eingehen. Mal sehen, was sich tun lässt. Ah, Glühwürmchen wird hart. Also, ich würde sagen... Das vertagen wir lieber mal und ich treffe lieber mal Cassandra und mache in die Main Quest weiter, okay? Also, bis dann. Ciao.